Hallo, hallo, hier ist Marvel 1972 von MFG. Ich bin heute unterwegs auf Kastilien im Sheridan. Ist ein Leitpanzer und wir gucken einfach mal, was so passiert. Auf Kastilien sind zwei Sachen wichtig. Einmal, dass man oben die Kirche besetzt und zum anderen von hier aus gesehen auf der rechten Seite den rechten Randflügel, der da ist. Ich hab's da auch nochmal geschrieben, die Mediums nach links, die Mediums nach rechts. Abfahrt! Und wenn das gut gemacht wird, dann sollte einem sie nichts entgegenstehen. So, ihr seht hier jetzt eine alternative, etwas schnellere Auffahrt. Das geht mit einem Light, Medium, sowas, auf jeden Fall. So, und wir wollen da vorne erstmal Ärger machen. So. Er schmögelt mir eine, aber der Trade war okay für mich. Der Spot wurde gemacht, mein Team weiß jetzt Bescheid. Also ich kann da nicht bleiben, er pusht durch. Und mein Backup ist, sagen wir, Medium nur. So, also, es hat sich erstmal ein bisschen beruhigt. Ja, warum man da als One-Hit so rausfährt, weiß ich natürlich auch nicht. Aber naja gut, er wird seine Gründe haben. Ja, unsere Heavys, TDs und so weiter, die sind da ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Ja. Sagen wir mal. Ist es schwierig, Panzer treffe. Der Jumper etwas hart. Headset. Zum Glück war der nicht geladen, der Aris. Sonst hätten wir jetzt etwas weniger hinter uns. Schief denn erstmal den Fahrer rausgezogen. Ja, diese Ketten. Das ist doch nicht mehr normal. So, ich habe das Objekt gesehen, dass es von da hinten ranfährt. Das wollen wir jetzt natürlich noch weiter von hinten umfahren. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Genau so. Noch so eine und die sind fertig. Und jetzt können wir da entspannt Adrenalin ziehen und reinolgern. Ja, und dieser Rest von meinen Teammates ist weiter das große Problem, dass wir nicht treffen die paar Rotorpanzer. Das ist ein großes Problem. Weil wenn wir würden machen, nur Rotorpanzer treffen, spielt wir schnell vor, das macht dann nichts Spaß. Ja. Aber nimmt man ja gerne mit. Ist ja mehr Schaden jetzt für einen selbst. Und ja. Dann sind da 4522 ganz nett zusammengefarmte Pünktchen zusammengekommen. Ja? Wir gucken uns hier nochmal diesen anderen Salat an.
kann man halt machen. T57 Heavy, 420. Das ist jetzt, also es wird euch überraschen, aber ein eher unterdurchschnittliches Ergebnis für ein T57 Heavy. Meistens schafft er doch 3 Schuss und nicht nur einen raus aus dem Clip. Aber das kann halt mal passieren. Ja. Kann. Tschüss.